zusammen. Heute wieder? Nein, nichts Neues aus der Werkstatt, sondern Neues aus dem Wohnmobil. Ja, so ein geiles Wohnmobil, echt, das ist unglaublich. Was ist das eigentlich für Hüte hier? Ja, oder? Du siehst da echt... Ja, ich sehe auch so geil aus, aber mit Hut ist immer super, ne? Ja. Also, heute Neues aus Jürgens wunderschönem Wohnmobil, mit dem wir schon viele Kilometer gefahren sind. Ja, und auch und viele Wochenenden verbracht haben. Ja. Ich bin ja mittlerweile in dem Alter. Ja, das ist doch ein Leckerchen, ne? Ich bin ja in dem Alter, wo ich auch mal an langen Wochenenden raus darf aus dem Betrieb, ne? Weiß ich nicht, du hast noch mehr Sprit hier drin, ne? Nein. Auf jeden Fall hab ich schlafe immer da vorne drin, das kann man runterklappen. Wenn wir zusammen unterwegs sind. Und der Hans schläft hinten in der Ecke da, ne? So, und ja, wenn wir auf Dreharbeiten sind und sowas, sind wir öfters hier drin. Und eigentlich ist das. Also wenn ich hier drin sitze, habe ich immer das Gefühl, es ist Urlaub. Ja. Ist das auch. Auch die Dreharbeiten, weil die machen uns ja so viel Spaß, wenn wir unterwegs sind. Das ist wie Urlaub. Ja. Kann man fast sagen. Und wir haben auch noch Spaß dabei. So, jetzt aber zu dem Wichtigen. Seit längerem trage ich mich schon mit dem Gedanken, mir mal eine Dashcam zuzulegen. Dashcam, das sind diese Kameras, die man vorne an die Windschutzscheibe dran macht, an die Frontscheibe dran macht, um Situationen aufzunehmen, die eventuell für mich gefährdend gewesen sind, ne, wo ich dann mal in die Eisen gehen musste. Zum Glück ist meine Reaktion noch so, dass ich dann auch nicht aufgefahren bin. Aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Ne? Wer weiß, wie lange das dauert, aber dann habe ich dann Beweis, dass ich da zu langsam war. Und seit neuestem gibt es ja auch so ein Gerichtsurteil, dass man so ein Video von einer Dashcam auch vor Gericht verwenden kann, wenn es nicht als Daueraufnahme gelaufen ist. Genau. Und da kam dann, durch was für Zufall, dann irgendjemand auf uns zu und sagte, hör mal, wir haben so eine geile Dashcam. Wollt ihr da nicht Reklame für machen? So, Reklame kann man nicht sagen, aber wollt ihr nicht mal ausprobieren? Ja, oder doch, schon Werbung für machen. Deswegen blenden wir jetzt hier oben auch mal Werbung ein, weil das müssen wir machen, weil sonst gibt es so wieder rechtlich einen auf die Mütze. Und wir haben also im Prinzip keine Ahnung davon, wir haben da noch nicht viel mit gemacht. Informiert haben wir uns. Und da ja, ihr wisst, dass wir hier uns nur für Qualität entscheiden, haben wir uns auch ein bisschen rumgesurft, als wir das Angebot hier von der Firma bekamen und haben gesehen, dass sie tatsächlich Platz 1 belegt haben in Computerbild, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob du das sagen darfst, aber ja, also doch kann man sagen, 2017, 2018 ist das Ding Testsieger geworden. Und das hat echt einige Vorteile, und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Das, was mich am meisten angeturnt hat, ist, das Ding nimmt erst auf, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Damit Wenn es eine Bewegung erkennt. Ja. Und damit ist dieser rechtliche Bereich schon klar. Es darf nicht immer mitlaufen, sondern nur dann, wenn es in Bewegung ist. Wenn ich anhalte und es passiert nichts, ich stehe irgendwo und passiert vor mir nichts, dann passiert da auch nichts. Genau. Und das, was mich was total angefixt hat, das ist wirklich was ganz, ganz Feines. Pass auf. Hier oben drauf kann man noch so ein Zusatzmodul draufstecken, was in Deutschland nicht erlaubt ist, was wir natürlich auch niemals benutzen würden, auf gar keinen Fall. So, das kann man hier oben draufstecken und das ist ein Blitzerwarner. Ja, das ist ein Blitzerwarner, der über GPS funktioniert. Da ist das ein GPS-Modul drin, hier in dem Ding. Und ja, der erkennt dann auch, wo ich bin. Genau, erkennt, wo man ist und sagt dann, wo die stationären Blitzer sind. Kennt ja jeder auch vom Handy, aber da muss man das Handy immer nebenbei laufen lassen. Das ist schon da drin. Darf man nicht benutzen? Hier in Deutschland dürfen wir es nicht benutzen. Ja. Es gibt Länder, da ist das wohl erlaubt. Also da muss man sich echt extra mal schlau machen. Ne? Aber ja. Jetzt möchte ich mal sehen, wie das ganze Teil funktioniert. Genau. Saugvorrichtung dran, hier festschrauben, das Ding einstellen und hier bombenfest. Boah, guck dir das an, ey, da kannst du die Scheibe mit ausbauen. Ey. Kannst du saugen, indem du die Scheibe ausbauen. Ey. Ja. So, und dann müssen wir mal gucken. Ich zieh mal meine Mütze aus hier. So viel Sommer ist ja gar nicht. Hier überlege ich dann, eigentlich ist es schön. Schau mal, der Kaufen sieht geil aus. Eigentlich ist es schön, wenn man das. Junge, das steht ja aber mal geil, das Teil da. Ach, da hat er sich was Schönes gekauft. Sehe ich aus wie Al Capone, ist nicht meine, ist von meiner Frau. Wenn die das nachher im Video sieht, dann kriegst du sie. Du kriegst du drüber. Ist eigentlich noch der rosa Bahn. Nein. Wir waren alle. Schlimm, der Typ. Wir waren ja schon mal so, naja, etwas angeheitert drin. Da habe ich von seiner Freundin den Bademantel angezogen. Der war in rosa war der. Die Leute glauben glatt, wir kommen aus Köln, oder? Nee, ja.
Naja. So, nee, wir sind nicht, wir sind nicht schwul. Spannung hier drauf. Homosexuell? Nee. Ich nicht. Ach, hast du das schon gesehen? Ach. Gut, ne? Aber das gibt's ja nicht. Ja, das fährt jetzt erst hoch. Junge, Junge, du hast du ein Ego, das ist ja unglaublich. Cool, ne? So, okay, wir sind jetzt hier. Eingesteckt hast du es? Eingesteckt habe ich's. So, Zündung an. Siehst du, dann geht da die blaue Lampe und die rote Lampe gehen an. True Cam. Das Ding fährt hoch. So, das war's schon. Oder? Und blinkt, glaube ich, oben rechts schon. Warte, ich mach mal die Musik leise. Oben rechts blinkt, glaube ich, schon der Aufnahmebutton, ne? Ja. Genau, ja, das rote Pünktchen blinkt und läuft. Ja, warum läuft es denn jetzt schon? Weil ich es gerade eingesteckt habe und dann schaltet es automatisch ein und läuft sofort. Okay, und dann geht hier irgendwann automatisch aus. Und dann irgendwann geht es auch von alleine aus. So, und wenn wir jetzt fahren, nimmt er dann die ganze Zeit schön auf. Mach doch mal, fahr doch mal eine Runde. Komm, mit der Kiste. Ich räume hier ein bisschen auf, dass die ganze Scheiße nicht herumfliegt. So, dann fahren wir mal, nehmen wir mal ein bisschen auf und gucken mal dann gleich, wie die Qualität der Aufnahme auch ist. Ja, da würde ich sagen, ja, muss ich mir sowas auch mal anschaffen, oder? Ja, vor allen Dingen, weißt du, so viel wie wir unterwegs sind, ist das gar nicht so sinnlos, ne? Wir wollen jetzt keine 36 Grad hier drin, ne? Die 36 Grad. Nee, sehe ich auch so. Ach guck, jetzt zeigt er dir an, dass du, wie schnell du fährst, dass du fährst. Wie geil ist denn das? Eigentlich müsstest du den GPS da oben dran machen, ja, damit er das da drüber erkennt. Aber das darf man doch nicht. Ja, wir wollen ja keine Radarmeldung haben. Achso, der zeigt es jetzt nicht an, weil das GPS da oben nicht dran ist. Okay. Warte mal, ich fahre anders raus. Du hast dein Auto da so hingestellt, dass ich da nicht. Ich habe mein Auto so hingestellt, dass. Okay. Dass ich da nicht rauskomme. So, dann möchte ich den GPS rein, den wir ja jetzt nicht als Radarwarner benutzen, sondern so. Herzlich willkommen. Guck mal, kannst du mal bitte da. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Bitte schnallen Sie sich an. Ja, bin ich. Ich bin angeschnallt. Die spricht mit mir. Hast du das auch gehört? Kann ich das nicht? Ich habe gehört, ich hätte nur Stimmen im Kopf. Was wolltest du gucken? Soll ich mir hinten gucken? Naja, ich muss nur da aus dem Fenster rausgucken und dann kommt gerade ein Taxi, was ich gerade wegräume. So, passt. Also wenn du mit so einem Ding rausfährst, dann kannst du einfach fahren. Die haben riesen Halbnähe an. So, jetzt haben wir Bewegung auf dem Bild und er nimmt wieder auf. Siehst du? Aber das macht das auch ohne GPS, die Bewegung im Bild? Also, ja. Ne? Okay. Mit GPS verbunden, hat er jetzt gesagt. Ja. So. Okay. Er nimmt auf. Er sieht Bewegung. Wir haben ja eben nur still gestanden. Und dann geht er nach so und so vielen Sekunden, schaltet er dann aus. Weil sich nichts tut und nichts passiert. Und somit hast du keine Daueraufnahme. Ah, pass mal auf, aber dann brauchst du auch nicht. Oh, ist schon so spät. Also, schick dir nochmal ab. Mal gucken, ob weil den dürfen wir ja nicht benutzen. Was er dann macht, ich schnall mich das erstmal an. So, und ab geht die Fahrt. So, mal gucken, was er jetzt erkennt. Nee, er erkennt nichts. So. Drück mal auf der rechten Seite auf das Knöpfchen, was in der Mitte ist. Wo? Auf, da, ja. Auf okay. Ja. So. Jetzt nimmt er wieder auf. Ja, aber er muss ja automatisch aufnehmen. Ja, du kannst ihm aber gleichzeitig noch sagen, was er machen soll. Ja, okay, du kannst damit die Aufnahme stoppen und laufen lassen. Aber haben wir die Automatik nur, wenn dieser... Der ist nicht zwangsläufig, dass er Radarmeldungen bringt. Du hast an der Seite hier noch zwei Tasten dran. Ah, okay. Damit kannst du das auch ausschalten. Ja, aber eigentlich heißt es, man darf ihn nicht benutzen. Man darf ihn nicht reinstecken oder was? Das darfst du mit deinem Handy auch nicht. Du darfst dein Handy auch nicht benutzen, wenn du einen Radarwarner drauf hast. Okay. Hast du ja auch nicht. Okay, auf jeden Fall ist das ziemlich komplex. Kannst du ja noch mal gerade reingucken in die Bedienungsanleitung. Genau, da fängt es an. So, und jetzt fahren wir und er nimmt die ganze Zeit jetzt auf, solange er Bewegung sieht. Ja, okay, also mit dem Teil jetzt müssen wir noch mal genauer in der Bedienungsanleitung durchlesen. Ja, vor allen Dingen, wann er die Geschwindigkeit, wann er das macht. Tu doch mal einfach den GPS-Tracker da drauf. Ja. Mal gucken, was er damit macht.
Ja. Okay. So, schauen wir mal. Also hier muss man sich tatsächlich ein paar Mal die Bedienungsanleitung durchgucken. Ja, hier kann man GPS koordinieren. Es kann sehr, sehr viel. Ein aus, Fahrbezeichnung ein aus. Man kann Geschwindigkeitsanzeige ein ausschalten. Empfindlichkeit des G-Sensors. Du kannst Fotos damit machen. Ja, okay. Ich drehe mal hier. Fotos machen. Da kann man hier die verschiedenen Modi auflösen da dran. Einstellen, Videoschlingergelände, Fotoauslösung, Fotoqualität, Aufzeichnung von Audio, Bewegungserkennung, Einstellungen der Funktion der Bewegungserkennung. Okay, das kann man auch noch aus, niedrig, mittel und hoch einstellen. Das geht an den Pfeilen, die rechts und links sind zwischen Ein- und Aus-Taste, ne? Also das ist doch sehr komplex, aber auch ganz einfach zu benutzen. Also eigentlich so Männerding, ne? Man braucht sie nicht unbedingt zu lesen, die Bedienungsanleitung. Also es funktioniert hier, direkt so. Ja, aber hier ist es sinnvoll, die Bedienungsanleitung ein bisschen zu lesen. Ich bin nicht angeschaltet. Weil das Ding einfach so viel kann. Aber das machen wir, ich mache das auch nie. Ich nehme das Teil, mache es ja, und fertig. Normal, oder? Ja, normal. Normal. Man macht dann was anderes. So, wir bewegen uns mal weiter vorwärts. Aber wir haben ihm das jetzt nicht eingestellt, die Empfindlichkeit, wann er anfangen soll aufzuzeichnen. Ne? Ja, ja, genau. Du könntest es jetzt normalerweise. Ja, genau. Die Empfindlichkeit müssen wir noch einstellen, dass er dann auch immer aufnimmt. Ja, geiles Teil, ey. Geiles Teil. Ja, wir machen das jetzt gleich mal ab. Und stecken es mal am Rechner ein, um mal zu sehen, wie die Qualität ist von dem, was wir da jetzt aufgenommen haben. Okay, also klar ist, da müssen wir noch ein bisschen was lesen. Das Ding kann echt mega viel. Es sind doch so ein paar Einstellungen, die wir vornehmen müssen. Aber mit dem Kabel überlege ich mir was. Das werde ich hier verlegen und vielleicht das verstecken, sodass ich nur noch den Stecker habe, den ich hier irgendwo rauskomme, genau. Das einstecken lasse. Das ist ja auch gut genial gemacht. Guck mal, wie lang das Kabel ist. Ja, das kann ich einmal darüber unter dem Ding jetzt verstecken und dann Abdeckung. Weißt du, das liebe ich ja. Da ist schon wieder mitgedacht worden. Ja. Okay, dann machen wir ein längeres Kabel. Ne? Man kann dann den Stecker ja vielleicht auch noch, man kann sich so eine Dose irgendwo unter das Armaturenbrett legen und so wenn da einstecken, dann brauchen wir den nicht abschneiden. Genau. Und wenn man den jetzt abklemmt, okay, dann ist er jetzt da auf die. Dann geht's aus. Ja, okay. Du könntest ihn jetzt separat einschalten, wenn du den abklemmst, weil da ja ein Akku drin ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und läuft direkt, guck. Ja, und. Danke. Und nimm sofort auf. Bitte. Sag dir schon wieder, dass du dich anschnallen sollst, ne? Unglaublich. Habe ich schon wieder vergessen. Das ist ja auch hier in dem Wohnmobil. Da fühlt man sich eher so, als wenn man im Wohnzimmer ist, anstatt dass man. Ja, im Wohnzimmer schnell ich mich auch nie an. Ja. Gut, dann lassen wir das Ding mal abklemmen und schauen uns mal die Aufnahme an, was das Ding kann. Genau. Lass uns mal gucken. Dann schauen wir mal. Was ist denn hier los? Ist das hier Arbeit etwa? So, USB. Boah, guck mal, was für ein Bild. Und nimm den Ton noch auf. Dann lassen wir das Ding mal abklemmen und schauen uns mal die Aufnahme an, was das Ding kann. Doch. Wir haben jetzt hier genug über eine Dashcam. Genau. Und jetzt ist Neues aus der Werkstatt. Wir gehen jetzt rein in die Werkstatt. Es geht jetzt mal um Autos, ne? Warte, ich hole erst meine Jacke. Und schauen mal, was da drin ist. Ey, was machst du da? Ja, mir war zu warm hier. Habe ich gedacht, komm, mach das Tor weg. Kriegst du ein neues Tor, oder was? Ich kriege ein neues Rolltor. Das Sektionaltor. Das ging mir so auf den Geist, dieses alte Tor. Vor allen Dingen, schwenk mal rum, Basti, zu unserem Tor. Das haben wir jetzt, glaube ich, vor anderthalb Jahren neu bekommen, dieses da. Und von der Isolation her ist das so geil. Wenn wir drin heizen, wir haben ja jetzt Winter, und stehen neben dem Tor, dann merkst du nicht, dass es draußen kalt ist. Bei diesem Alutor, was hier vorher war. Das Rolltor, was hier vorher drin war, wenn du daneben gestanden hast, musstest du so stehen, obwohl es zu war. Und machst da jetzt auch so Fenster rein oder was? Ja, aber die Fenster kommen in die oberen beiden Hälften, also dass man nicht von der Seite dann hier nicht in die Halle reingucken kann. Achso, okay. Ist mir für abends ist mir das lieber. Und wieder elektrisch alles so? Ja, vor allen Dingen das, was wir jetzt geändert haben. Was? Ja. Wir haben etwas geändert und zwar
Der Motor. Ihr seid jetzt gerade bei YouTube, ne? Nur dass das. Ey, guck mal hier, Alter, boah, das ist ja römisch-germanisch. Ja. Ja, super, ne? Ey, guck mal. Alte Kettenrad, Zahnradtechnik, beziehungsweise mit Kettenantrieb. Das guck ist. Hier drüber wurde die Endabstellung gemacht. Wenn das hier rüber gefahren ist, gingen die Kontakte hier, klack, und dann hat es hier die Endabstellung gemacht. Also das ist ja, aber guck, wie das aussieht. Das ist echt aus wie ein deutscher Panzer. Ne? Ja, aber weißt du, wie alt? Ja, haben sie im Krieg benutzt. 1983 sind die Tore hier eingekommen. Ah, 1945, ne? Und immer weitergelaufen. Die sind die ganzen Jahre immer super durchgelaufen. Das ist das neue Tor hier. Echt schick. Nee, ist ja super. Muss auch sein. Modernisierung muss sein. Ja. Geil. Ja, was ich da gemacht habe, ich habe da einen anderen Motor einbauen lassen. Und zwar, wenn ich das aufdrücke, muss man aufpassen. Das geht hoch und guck mal, wie das hochsaust jetzt. Ist das nicht cool? Ja, mein Freund, hab ich dir nicht gesagt, warum hast du nicht so einen schnellen Motor rein? Ja. Hast du gesagt, nee, wollte ich nicht. Er hat das nämlich bei sich und ich habe gesagt, okay, na, das kostet natürlich ein paar Dollar mehr, ne? Ja, aber da hast du zu mir gesagt, nee, will ich nicht, das hat einen zu hohen Verschleiß. Ja. Jetzt hat er doch gemacht. Ja, guck weil jetzt, es geht schneller, ne? Schneller auf. So, zu geht's. Hast du jetzt gerade neu gemacht, oder was? Den haben die eben umgebaut. Der Motor, der da drin gewesen ist, ja, der wird jetzt hier reingemacht, weil hier das Tor wird ganz selten nur benutzt. Sehr schnell. Ja. Guck mal. Ja, einfach ja, coole Geschichte. Gut. Aber wir sind ja wegen dem Mini hier reingekommen. Lava Rhabarber, Mini Cooper. Ja. Ja. Müssen wir die Kennzeichen nicht zudecken? Ja. Hast du das? Okay, kurz Schnitt, wir müssen die Kennzeichen zudecken. So. Ja. Nummer steht drauf. Müssen wir machen. Ja. Wir machen es fertig. Wir machen es, Gesetzgebung, sag was dazu und ja, ist es so. Fertig. Ja, diesmal so. Sind bei uns auch Geräusche. Die Heizung läuft, klar, ne? Tor ist auf, die armen Kerle müssen ja nicht unbedingt frieren. Jedenfalls nicht so sehr. Die Geräusche. So. Hier wird jetzt mal gearbeitet. Aber wir sind jetzt hier an einem Mini, sogar Cooper. Okay. Mini One, das ist ein Mini, Baujahr 2003, 1,6 Liter mit 85 kW. Hier muss ich eine kurze Geschichte dazu erzählen. Das geht auch ziemlich schnell. Die Kundin kam zu uns und hatte das Problem, dass sie sagt, mein Auto ruckt, wenn ich beschleunige oder wenn ich die Geschwindigkeit halte. Dann ist es so, als wenn so ein Gummi hinten dran zieht. Okay, haben wir gesagt, Auto da lassen, haben wir ausgelesen. Im Fehlerspeicher war Bremspedalschalter hinterlegt. Bremspedalschalter gleichzeitig für Geschwindigkeitsregelanlage auch zuständig. Dann haben wir gedacht, okay, hängt wahrscheinlich zusammen. Neuen Bremslichtschalter reingemacht, fahre mit dem Auto. Sicherheitsvorkehrung, super, ne? Wenn die Bühne runtergeht, ja. Cool, ne? Nee, laut. Fahre mit dem Auto Probe. Super, läuft. Kundin holt das Auto ab. Fehlerspeicher leer. Fehlerspeicher dann kam leer. Nicht wieder da, also kam nicht wieder in den Fehlerspeicher rein. Also es war definitiv ein Fehler an dem Bremslichtschalter dran. Ja, der hat einen vierpoligen Bremslichtschalter. Zwei Kontakte sind für das Bremslicht zuständig und die anderen zwei Kontakte für Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat, wenn man so will. Also ESP vielleicht, oder hat der ESP? Ja, der hat alles mögliche, ja klar. ESP hat er sowieso. Ja. Kundin fährt nach Hause mit dem Auto, kommt am nächsten Tag wieder, ja, tut mir leid, aber es ruckt wieder und es ist immer noch stärker geworden. Er sagt, das kann eigentlich gar nicht. Sämtliche Parameter überprüft, also Fehlerspeicher ausgelesen, leer. Alle Parameter überprüft, Saugrohrdrucksensor geprüft, Lambda-Sonde geprüft, während der Fahrt geprüft, alle Werte top. Alles gut, ja. Da habe ich gesagt, ein Bauteil, was das sein könnte, wäre vielleicht der Saugrohrdrucksensor. Obwohl die Werte gut waren, aber so ein Saugrohrdrucksensor kann ja auch mal aussetzen, je nachdem, was für eine Spannweite ist. Saugrohrdrucksensor, also, mal zeigen, wofür der da ist. Der Saugrohrdrucksensor sitzt im... Wo sitzt der? Im Saugrohr. Also in der Ansaugbrücke. Kann man den hier sehen, Jürgen? Oder? Schwer, ne? Ne, den siehst du so nicht. Ja, ist schwer. Ich weiß gar nicht, wo man tief unten drin. Nee, der ist dann ziemlich versteckt bei dem Auto. Da. Ja, den wirst du nicht, nicht drauf. Da kommst du so nicht hin. Ja. Da war auch Fümmelei, den da reinzumachen. Auf jeden Fall in dem Moment, wenn die Drosselklappe zu ist, ist ja ein relativ hoher Saugrohrdruck. Das sagt der Sensor ans Steuergerät. Quasi Unterdruck. Ein Saugrohr, Unterdruck. Ja. Dann sagt dem Steuergerät, pass mal auf, wir haben hier
so und so viel Unterdruck drin, so und so viel Kraftstoff einspritzen. Jetzt geben wir Gas, die Stauscheibe geht auf, die ist bei dem elektrisch. Der Unterdruck bricht zusammen. Der Unterdruck bricht zusammen. Aus der Stellung der Stauscheibe errechnet aus dem Unterdruck und aus der Stellung der Stauscheibe errechnet das Motorsteuergerät dann die Menge der Einspritzung und auch noch Kurbelwinkel und. So. Und da kann es eben sein, dass, wie der Jürgen Richter sagte, dass es da zu dem Fehler kommt, zeitweise, dass dann dieses Ruckeln passiert. Ja, wir haben einen Saugverdrucksensor bestellt, haben den reingemacht. Erstmal auf Verdacht, habe ich der Kundin auch gesagt. Sie soll erstmal übers Wochenende fahren, weil wir sind gefahren mit dem Auto. Ich bin sogar 195 mit dem Ding gefahren. Das Ding lief einwandfrei, ohne Ruckeln, ohne was, habe ich ganz beruhigt das Auto abgegeben. Dann kam sie montags morgens wieder, hat das Problem mit dem Auto immer noch und zwar stärker als vorher. Mhm. Also es ruckelte sehr stark, sagt sie, wo ich jetzt keine richtige Erklärung für hatte. Da gibt es jetzt mehrere Bauteile, es könnte das Steuergerät sein, es könnte Kraftstoffpumpe sein. Kraftstoffpumpe kann es nicht sein, sonst wird das Ding keine 195 laufen. Ja, ja gut, vielleicht wenn ab und zu die Kraftstoffpumpe aussetzt, aber dann wird die anders aussetzen. Ja, nicht dann hätte ich das in... Ja. Hat sie keinen Kraftstoffdruck mehr. Klar. Sag ich zu meinem Monteur, sag ich zum Tim, fahr noch mal mit dem Auto und lies doch mal bitte die Parameter aus von Lambda-Sonde. Er liest die aus, sagt, die sind top. Ich sag, klemm die ab. Er klemmt die ab, Fehler weg. So, und jetzt kühlt es. Jetzt kühlt es, Sette. Jetzt kühlt es, jetzt... Ja, jetzt. Zeigen wir euch mal, wie verflixt so ein Fehler sein kann, wo du dir wirklich gut Deutsch den Arsch absuchst und nicht weißt, hey, was, das kann doch nicht. Also ein sporadisch auftretender Fehler und dann noch in Richtung eines Sensors, jetzt speziell die Lambda-Sonde. Eine sehr verständnisvolle Kundin, muss ich dabei sagen. Also schön, oder? Sehr sogar. Ja. Sie war vorher nämlich schon in anderen Werkstätten, war auch schon bei B, also beim Vertragshändler. Beim Vertragshändler. Ja. Die haben gesagt, wir können nichts finden. Ja. Ja. Das ist es eben. Klar kann man nichts finden, aber es muss ja was da sein und dann muss man eben weiter suchen. Aber ich bin das, oder wir sind da sehr akribisch drin, um so einen Fehler zu finden. So, hier kann man mal sehen, guck mal hier rein, Basti. Da oben siehst du die Lambda-Sonde verbaut. Da ist mit dem weißen Kabel dran. Ist das zu hell? So, und dann haben wir da reingeguckt. Dann haben wir da so ein Kabel gesehen, was da so ein bisschen da so komisch ausgefranselt aussieht. So, und jetzt machen wir das mal raus und gucken uns das Spiel mal genauer an. So, die Lambda-Sonde misst den Restsauerstoff im Abgas und sagt dem Steuergerät, pass auf, ich habe so und so viel Restsauerstoff, spritzt mehr Kraftstoff ein oder minimiere Kraftstoff. Also wenn wir zu viel Restsauerstoff drin haben, sagt es dem Steuergerät, die Einspritzzeit verlängern und mehr Kraftstoff einspritzen, damit man wieder zu einem optimalen Gemisch kommt. Und wenn zu wenig Sauerstoff drin ist, dann sagt sie, man soll auf jeden Fall die Einspritzzeit minimieren, damit man wieder zu einem optimalen Gemisch kommt. Optimales Gemisch ist Lambda 1, 14,8 Kilogramm Luft zu einem Kilogramm Kraftstoff. Also muss ich komm mal bitte gerade an die Seite, ich muss nur noch mal runterlassen, damit ich den Stecker oben ausstecken kann. 14,8 Kilogramm Luft, wie schwer ist Luft? Da muss man mal, was das für ein Volumen ist, um ein Kilogramm Kraftstoff zu verbrennen, ist schon faszinierend. Und das ist das optimale Gemisch, das stöchiometrische Gemisch. Da sind die, das ist auch so ein Kompromiss, da sind die Schadstoffe am optimalsten. Dann gibt es schöne Grafiken, könnt ihr mal im Netz gucken. Lambda 1, was das bedeutet und wie der NOx-Gehalt ist, wie der CO-Gehalt ist und wie die Lautstärke hier ist. Der steht natürlich nicht da drin. Das könnt ihr da schön drin sehen und einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was Lambda 1 heißt. Lambda 1 heißt jetzt nichts mit der Lambda-Sonde zu tun, sondern die Lambda-Sonde bestimmt jetzt nicht Lambda 1, sondern die Lambda-Sonde heißt nur so, weil sie den Restsauerstoff misst. So, und errechnet wird dieser Lambda-Wert. Sollen wir noch ein bisschen klugscheißern? Ja. Mit der Brettschneider-Formel, das hat der Dr. Brettschneider hat die erfunden und so. Das so, hier ist der Stecker von dem Ding. Ich klemme den jetzt mal so, dass ich das nach unten rausziehen kann. Jetzt müssen wir wieder hochlassen. Ja. Dann machen wir die Lambda-Sonde mal raus und dann kann man mal schauen, was denn da passiert ist. Ja. Oh, Herr Faul, Sie sind gerade abgestürzt. Ich habe das da vorne nicht dran gemacht. Nein. Wer erwartet das? Hallo. Kommt raus. Sie sind hallo, hallo, hallo. Ich komme raus. Es kommt auch vorne raus. Was? Nee, warte mal. Da leuchtet dein Kopf. Haare leckt mich hin. Mir sieht man es nicht, weil ich Haare im Kopf habe. Thorsten, so. Wo hast du den Schlüssel, um die Sonde rauszumachen? Du hattest den doch vorhin gehabt. Hast du einen Schlüssel?
Er hat einen Schlüssel, ein Werkzeug. Ja, Schlüssel. Danke. Ich habe einen Schlüssel. Ja, sieht gut aus. Ja. Aber leider falsch. So. Okay. Ja, komm mal los. Guck mal, ob du so drehen kannst. Ja, kann ich. Das heißt? Kannst du es auch rausdrehen? Ja, kann ich auch. Das kannst du auch rausziehen. Das ist ja etwas, was wir immer haben bei unseren Sachen, ne? Was ist das? Spaß an der Geschichte. Ja, kann man sagen. Immer. Ja. Da kann man schön sehen, das ist die Signalleitung. Dann scheuert dieses Kabel da oben an diesen Aluminiumleitungen. Die sind ja ziemlich rau. Gibt eine andere Spannung an. Das Steuergerät denkt. Das ist viel zu fett. Mager. Und dann ist das. So. Und je nach Fahrbahnbegebenheit hast du Erschütterungen oder keine. Ich bin nämlich Autobahn gefahren. Keine Erschütterung auf der Autobahn. Jedenfalls nicht so, dass das die Lambda-Sonde interessiert hat. Ja, aber die ist ja, das ist doch keine Original-Lambda-Sonde. Die ist ja schon mal getauscht worden. Die ist getauscht worden. Habe ich dann von der Kundin erfahren. Vor einem halben Jahr bei einem. Egal. Reifendienst. Bei einem Kollegen. Kann ja jedem mal Fehler passieren. Nee, das nicht. Also ein Fehler kann jedem passieren. Aber die haben das Kabel nicht richtig verlegt. Die haben das nicht richtig gelegt. Na klar. Also das kann man schon falsch machen. Wenn hier drin ist und der Motor bewegt sich, dann geht das hin und her und reibt dann hier so an dem Aluminium lang, ne, und macht dann da einen Kurzschluss. Das sind normalerweise Klammern, wo man das Kabel reinlegt, damit das sich da passiert. Da wäre es dann an der richtigen Stelle. Das macht der Fahrzeughersteller mit Absicht, damit es eben nicht zu hier so hier zum Beispiel, guck mal hier, Basti. Geh mal hier. Hier ist eine Lambda-Sonde. Und zwar ist das die Monitorsonde, die nach dem Cut sitzt. Da ist eine Klammer. Genau. Und da passiert das nicht. Genau, wenn das hier in der Klammer drin ist, dann bewegt sich das nur hier in diesem Bereich. Und da kann nichts passieren. Deswegen haben die ja schon extra so einen Schutz herumgemacht, wenn man sich vorstellt, dass dieser Schutz nicht nur hier an dieser Stelle, guck mal hier, also nicht nur an dieser Stelle hier kaputt ist, sondern hier an dieser Stelle auch noch kaputt gegangen ist. Ja. 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 Liebe Kollegen, da hat der Driss gebaut. Ne? Da hat der Driss gebaut. Ja. Ja, das ist doch nicht so schlimm, dass der Driss gebaut wurde. Der Scheiß daran ist, die lange Sucharbeit. Ich kann der Kundin aber jetzt keine 4 Stunden oder was wir da dran gesucht haben. Du musst ja immer wieder Probe fahren, um zu gucken, macht er den Fehler noch. Ne? Der macht den ja hier nicht im Stand. So, diese ganze Sucharbeit kann ich der Kundin ja nicht in Rechnung stellen. Kannst du schon. Ja. Wäre aber auch fair für dich, aber tun wir nicht. Machen wir nicht. So sind wir. Nein. Okay. Sie kriegt jetzt das Geld von der Lambda-Sonde wieder. Die Montage, Ein- und Ausbau der Lambda-Sonde. Ja, it is wie it is. Ja. Wir haben gefunden. Und uns passieren manchmal auch Fehler. Ja. Kann passieren. Ja. Kann passieren. Aber da stehen wir dann für gerade. Ihr Lieben, das war es heute. Neues aus der Werkstatt. Ja. Dashcam, echt geile Nummer. Hat uns auch Freude gemacht. Also super. Ich bin jetzt auch voller Fan davon. Vor allen Dingen mit dieser Funktion, die man nicht nutzen darf. Finde ich gar nicht so schlecht. Darf man ja nicht nutzen. Also. Nee, du darfst es in manchen Ländern nicht mal besitzen. So. Ja, also die finde ich ganz nett so fürs Ausland. Und guck mal. Geile Sache. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren wäre noch besser. Viel Spaß euch. Gute Zeit. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Viel Spaß. Tschüss.